Was haben wir vorne? Rotz, Anna. Ja, komm, mach mal. Du gehst sowieso wahrscheinlich bald drauf. Den kriegen wir noch down. Endlich auf uns zu nerven. Bist du denn für eine? Ja, dann mit seiner komischen Peitsche da. Radikal. Ja, gut. Ist jetzt im Vergleich zu unserem Rivalen wirklich nicht mehr so stark mit der 28. Das geht. Obwohl der Ruckzuckhieb schon sitzt, also kann man nicht anders sagen. Fast ein Drittel der KP für einen bescheuerten Ruckzuckhieb. Zum Glück kein Hyperzahn, das hätte echt wehgetan. Ja, er landet ein Volltreffer, wir jetzt, wo es tot ist, bestimmt auch. Nee, sehr gut. Und ein Hypno. Nee, Hypno, oh, das ist nicht gut. Ja, vielleicht schafft unsere Rossana das. Mal schauen. Sollte er Psychoattacken einsetzen, ist das jetzt nicht so effektiv. Aber wenn er Kopfnuss oder sowas spammt, dann wird es ungemütlich. Ja, und schlafen ist eigentlich auch. Haben wir die Pokeflöte noch dabei? Nee, ne? Ich glaube, wir haben die Pokeflöte. Oh nö, ach Mann, was macht er denn da? Ja, taktisch sinnvoll kämpfen, schon klar, aber warum? Nee, Pokeflöte haben wir nicht dabei. Ja, Volltreffer natürlich. Geil. Genau das wollten wir. Aufgewacht sind wir schon mal. Ja, ich würde sagen, mit Psychokinese machen wir jetzt echt nicht viel. Wir versuchen auch mal, ihn einzuschläfern. Um ein paar Runden gut zu machen, damit wir wieder Eishieb einsetzen können. Vielleicht haben wir auch Glück und sinken seine Spezialwerte. Okay, der Volltreffer kam jetzt wenigstens nicht schlecht. Der Spezialwert ist gesunken. Das heißt, auch Psychokinese wird jetzt reichen. Um ihm an seiner Nase da. Ja, toll. Wieder ein Volltreffer, wo es nicht nötig wäre. Geil. Freuen wir uns drüber. Yeah. Okay. Immerhin Level 34. Noch ein Radikal. Wir sitzen. Oh. Mag man nicht ein. So, mal schauen, was wir da machen. Achso, wir sind immer noch blockiert. Ja, Psychokinese natürlich. Ist bestimmt nicht tot, oder? Doch. Ein Volltreffer. Schön. Wäre vielleicht auch so tot gewesen, man weiß es jetzt wirklich nicht. Ich gebe auf. Ja, mach das mal ruhig. Okay. Das ist doch sehr schön. Damit ist unser Team jetzt gleich komplett. Und ich glaube, ja, wir legen als nächstes eine Level-Session ein. Das heißt, jeder, der nicht zuschauen will, wie wir Kangama und Lapras trainieren, kann die nächste Folge überspringen. Vorher werden wir noch zur Zinnoberinsel surfen. Nur, dass ihr es wisst, weil wir uns da die Items holen wollen, also die TMs verdoppeln, damit wir auch allen ein vernünftiges Attackenset beibringen können. Ja. Also, das ist das Einzige, was ihr in der nächsten Folge verpassen könntet. So. Ade, Turtok, du hast uns gute Dienste geleistet. Lepras, hallo. Oh, nur Level 15. Ich dachte, es wäre Level 25. Okay, ja, jetzt wo wir schon vor dem PC stehen, können wir ihm gleich Surfer beibringen und es auch dann ablegen. Ja, bitte. Oh, Kangama kann es auch lernen. So, Lepras erlernt Surfer, sehr schön. So, ablegen. VM3. Übertrank, ja, erstmal. So, mitnehmen können wir auch wieder ein paar TMs. Wir begeben uns ja jetzt bald zur Zinnoberinsel zum Verdoppeln. TM8, was waren das noch gleich? Ich weiß es nicht mehr. Nehmen wir einfach mal mit.
28 ist Schaufler, das weiß ich. TM11 ist Blubstrahl. TM44 dürfte theoretisch Erholer sein. Erholung sein. TM24 ist Donnerblitz. TM30 ist Psychokinese. Oder wir hatten Psychokinese verdoppelt, oder? Dann kann TM30 nicht Psychokinese sein. Eigentlich. Wir nehmen es mal mit. So, TM48 ist Steinhagel. Ja. Darunter ist Eisstrahl. Nehmen wir auch mit. So, was haben wir da noch? TM10. Keine Ahnung mehr, was das war. Nee, stimmt. TM29 ist Psychokinese. Was war denn TM30 noch gleich? TM32 ist Doppelteam. Das war, glaube ich, Megasauger. Oh, Toxin. Mann, sich das alles zu merken, ist nicht immer unbedingt einfach. Die beiden wollten wir verkaufen. TM8. Body Slam, sehr schön. Genau die Technik wollten wir. So, dann heilen wir uns mal. Ja, bitte. So, sehr schön. Auf zur Zinnoberinsel. Da können wir unseren Pokémon gute Attacken beibringen. Und dann trainieren. Wir werden aber auch nur die TMs verdoppeln. Wir werden nicht sämtliche anderen Späße verdoppeln. Keine Ahnung, wir holen uns nicht unendlich Bälle oder so ein Kram. Lepras, bitte setz. So. Unser Känguru müssen wir nochmal umbenennen. Die Pokémon werden hier alle groß geschrieben. Das hatte ich bei der Namensgebung jetzt nicht bedacht. Was haben wir vorne? Hoffentlich nicht Magma. Doch, Magma. Ich glaube, es kommen meistens nur Tentaras, oder? Ja, komm. Machen wir die Psychokinese leer. Alles andere wie das Grasgebiet und die ganzen Trainer und so. Ja, machen wir später. Ja, Tentara. Level 10. Okay. Das hilft uns nicht weiter. Da hauen wir ab, ganz ehrlich. Level 10, die EP. Darauf können wir wirklich verzichten. Okay, hier lang. Wir wollen jetzt nach Möglichkeit auch nicht in irgendeinen Kampf verwickelt werden. Also, Trainerkampf, natürlich. Level 40er Tentara, das wäre doch was. Level 5, ja. Ganz weit entfernt. Aber wirklich ganz weit. Ich glaube, wir müssen jetzt auch gleich schon die Zinnoberinsel erreichen. Oder? So, den haben wir umgangen. Oder umsurft. Genau, umsurft. Wir haben ihn umsurft. Nicht umgesurft, das machen wir später. Und da sind wir, sehr schön. Können wir jetzt schon hierher fliegen? Oder müssen wir erstmal zum Pokémon Center rein? Dodri fliegen. Safronius ist ja die Zinnoberinsel. Okay, können wir, sehr schön. Also auf nach Vatania City. So, mal kurz aufs Fahrrad schwingen. Dann sind wir ein bisschen schneller. So, Opa, zeig mal. Ich habe endlich mal Kaffee bekommen. Natürlich kannst du passieren. Hast du es etwa eilig? Ach so, wir haben aus Versehen Ja gedrückt. Drücken wir mit B weiter. Ist es etwa eilig? Nein, okay. Ja, ist vollkommen interessant, was du da zu sagen hast. Er zeigt uns jetzt, wie man Pokémon fängt. Ja, ist natürlich eine gute und wichtige Info. Wir schauen uns das jetzt einmal halt so an, wie er uns das zeigen will. Sollten wir irgendwann nochmal zu dem Kreis gehen, um die Pokémon, ja, die wir zuletzt getroffen haben, zu resetten, um zum Beispiel Missingo zu begegnen, werden wir das mit dem Turbo vorspulen. So. Also für alle, also die meisten werden es wissen, aber für alle, die es nicht wissen, am Rand der Zinnoberinsel rechts, wo wir gleich surfen werden. Da begegnen wir immer den Pokémon, denen wir zuletzt in einem Gebiet begegnet sind. Das heißt, wir würden jetzt, wenn wir eben nicht zu dem Typen gegangen wären, nee, wir wollen surfen,
dann würden wir wahrscheinlich weiterhin den Tentaras begegnen, den wir jetzt gerade auf See begegnet sind. Oder wir würden, wir haben den Mew-Glitch zuletzt gemacht, wahrscheinlich dann, falls nicht, den Pokémon östlich von Fuchsania City begegnen. Oh, wir haben gar nicht unser Inventar gecheckt, was jetzt auf dem sechsten Platz ist. Oh. Hoffentlich haben wir jetzt nicht irgend so ein scheiß Verkaufs-Item dupliziert. Ach, verdammt. 2, 3, 4, 5, 6. Doch, oh Mann. Ein scheiß Verkaufs-Item. Mann. Boah, das wäre doch jetzt echt nicht nötig gewesen. Komm, wir packen das. Wir verkaufen es direkt. Kein Bock, dass das jetzt nochmal passiert. Ach. So, komm. TM8 behalten wir. 40 soll weg. Ja, bitte. Und das hier. Wir verkaufen es einmal. Nein, wir cheaten uns jetzt auch nicht die Kohle hoch. Den Rest schmeißen wir weg. Müll. Alle. Ja, bitte. Wir wollen doch im Grunde schon so regulär wie möglich spielen. Ja, bei dem Attackenset mache ich halt eine Ausnahme. Wie gesagt, ich will euch die Pokémon in ihrer, meinem Empfinden, bestmöglichen Verfassung zeigen. Dazu zählt natürlich auch das Attackenset. Vielleicht habt ihr dann doch irgendwie Spaß dran, das eine oder andere Pokémon, falls ihr es noch nicht verwendet habt, selbst zu verwenden. Was ist jetzt auf dem sechsten Platz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, sehr schön. Also immer die TM, die wir über dem Türöffner platzieren. Ja, das passt ganz gut, das lässt sich merken. Und ja, den Missingno-Kampf eben habt ihr gesehen. Wenn man einem Missingno begegnet, wird das Item an der sechsten Stelle dupliziert. Ein wildes Missingno, okay. Mit Ghost Spirit auf Level 170. Ja, okay, warum nicht? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hat gezählt. Okay, war. Okay. Ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu hoch im Level. Vielleicht hätten wir uns irgendwie eine Poképuppe kaufen sollen. Dann tauschen wir jetzt mal Body Slam gegen. Ja, was soll's, Donnerblitz aus? Speichern lieber mal. Nicht, dass wir jetzt gleich noch irgendwie von so einem 170er-Pokémon geplättet werden. Ja. Vielleicht surfen wir später hier an dem Rand nochmal lang, denn ich möchte euch tatsächlich noch ein, ja, sagen wir mal, starkes Pokémon zeigen. Ich weiß nicht, ob wir dem jetzt begegnen werden oder nicht. Es ist aber tatsächlich genau so, wie wir es jetzt tun, möglich. Und es handelt sich dabei um einen Golbat. Ja, man soll es nicht glauben, Golbat kann tatsächlich in diesem Spiel äußerst stark sein. Und ich setze noch einen drauf, jeder, der das Spiel selber physisch zu Hause spielt und auch mit Pokémon Stadium verbindet, der kann sich da tatsächlich ein so gut wie unschlagbares Pokémon, ja, fangen und hochzüchten. Dazu kommen wir dann aber später noch. Ich glaube, das zeige ich euch schon noch. Das wäre schon ganz cool. Tangela? Okay. Das ist ein Pokémon aus der letzten Route, auf der wir waren, also wo wir jetzt runtergesurft sind von Alabastia zur Zinnoberinsel. Also anteilig bleibt das Gebiet wohl doch noch irgendwie so ein bisschen erhalten. Haben wir geschaut, was TM29 war? Nee, TM30. Teleport. Nee, das wollen. Oh Gott. Das wollen wir nicht duplizieren. Mann, Mann, Mann. Eieiei. Nur am Failen hier. So, Missing nur sehr schön. Ich frage mich, was es für ein Sprite hätte, wenn wir jetzt ein Sylph-Scope dabei hätten. Ja, wir können nicht laufen. Okay, es kann auf jeden Fall Glut. Ja, ich habe nichts anderes erwartet. Okay, wir können immer noch nicht davonlaufen. Wir gehen einfach systematisch durch, was soll's.
Ob wir jetzt 34, 40 oder 37 oder 15 sind, das ist vollkommen egal, wenn das gegnerische Pokémon Level 170 hat. Also wirklich großartig steigt da die Chance zu flüchten nicht. Gut, dass wir gespeichert haben, falls wir jetzt wirklich drauf gehen. Ich wollte zwar jetzt nicht, dass das Vermögen durch quasi glitchen, cheaten, wie auch immer man das nennen will, hochbringen, aber ich will dadurch jetzt auch nicht unser Vermögen unbedingt senken. Also der Plan ist dann tatsächlich quasi irgendwo auch die Level anzugleichen von den beiden Pokémon, die wir jetzt haben, und möglichst schnell dann zur Pokéliga durchzulaufen. Davor werden wir wahrscheinlich irgendwie den Großteil unseres Vermögens. Okay, wir gehen mal heilen und speichern gleich nochmal. Teleport legen wir nochmal ab. Ja, davor werden wir dann unmittelbar vor der Top 4 unser Vermögen wahrscheinlich für Genesungszeug auf den Kopf hauen und mal schauen, ob wir durch die Pokéliga durchkommen. So, Teleport. Weg mit dir. Nicht, dass wir dich versehentlich doch noch duplizieren. Ja, wir könnten jetzt eigentlich auch noch mal kurz nach Prismania City zurückfliegen, um uns Pokepumpen zu holen, nur zur Sicherheit, aber eigentlich habe ich darauf überhaupt gar keine Lust. Bislang haben wir Glück gehabt und konnten auch so flüchten. Aber es interessiert mich wirklich, wie Miss Xing nun aussehe, wenn wir das Silphscope dabei hätten. Deswegen holen wir uns das jetzt einfach mal noch. Das dürfte ja auch gar nicht so weit weg sein. Silphscope. Und die Pokéflöte ist eigentlich auch ziemlich nützlich. Also wenn wir mal doch mal schlafen, das kam jetzt die letzten paar Mal doch ein paar Mal öfter vor, können wir das Pokémon direkt wieder aufwecken. Und auch sobald es aufwacht, regulär, ist ja trotzdem eine Runde draufgegangen. Also so geht die Runde im Endeffekt einfach nur ein bisschen früher drauf. Das ist dann schon sinnvoll. So, speichern. Und weiterkommen. Miss Xingnu, wir bitten dich. Vielleicht nochmal tauschen. Fast vergessen. So. Dann können wir unserem Lapras nämlich gleich noch guten Gewissens Eisstrahl beibringen. Und unserem Rossana auch. Okay, Sprite hat sich tatsächlich nicht verändert. Ja, wir können nicht laufen. Okay, es hat Glut und Aquaknarre. Das ist ja ein sehr, ja, interessantes Attackenset. Gibt es sonst ein Pokémon, das so, also jetzt mal von, keine Ahnung, so Special-Pokémon wie Roxana und Celebi und sowas mal abgesehen, gibt es sonst ein Pokémon, das sonst Aquaknarre und auch die Attacke Glut lernen kann? Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Also mir fällt auf Anhieb keins ein. Das sind ja auch zwei ziemlich gegensätzliche Attacken. So, Roxana, sehr schön. So, ja bitte. Aber nicht Psychokinese. Den Arschlecker. Weg damit. Ist sowieso unnötig. So, Eisstrahl. Unser Lepras auch, auf jeden Fall. Bam. Surf und Eisstrahl, jetzt hat schon zwei geile Attacken. So, jetzt Body Slam. Einmal durch das komplette Team durch. Ne, nicht ganz, aber fast. Magma lernt Body Slam. Jetzt hat es auch mal eine vernünftige physische Attacke. Ja, bitte. Roxana auch. Ja, es ist sehr ungewöhnlich, einem Roxana Body Slam beizubringen. Ich meine, es hat so gut wie keinen physischen Angriff und macht damit quasi keinen Schaden. Aber es trifft doch öfter als Todeskuss. Und wir wollen später eigentlich auch noch die legendären Pokémon fangen und das bestenfalls ohne Meisterball. Und da ist dann ganz sinnvoll, die Pokémon auch mit einigen Versuchen paralysieren zu können. So, Dodri nicht, es hat Triplette. Hooligan. Unserem Hooligan können wir es beibringen, ist eine Alternative zu Fuchtler und stärker als die Hornattacke.
Ja, bitte. Wir könnten auch den Giftstachel verlieren, aber dann haben wir drei Normalattacken. Das wäre mir ein bisschen zu viel. Erstmal. So, boom. Und lernt Body Slam. Sehr schön.